Effizient, flexibel, zukunftssicher. Das ist das Motto der diesjährigen Nutzfahrzeug-IAA, die heute in Hannover ihre Pforten öffnet. 1.748 Aussteller haben sich angemeldet, etwa 10% weniger als bei der bisherigen Rekordmesse 2008. Die Wirtschaftskrise hinterließ Spuren. Derzeit liegt die Produktion noch rund 40% unter dem Niveau von vor 2 Jahren. Dennoch schauen die deutschen Lkw- und Bushersteller optimistisch in die Zukunft. Bei schweren Lkw soll der Export in diesem Jahr auf 60.000 Fahrzeuge zulegen, die Inlandsproduktion um 43% auf rund 100.000. Der Export von Nutzfahrzeugen stieg bereits im vergangenen Monat deutlich an. Besonders stark legten Laster über 6 Tonnen zu, um 152%. In Hannover erwarten den Besucher auf 240.000 Ausstellungsquadratmetern insgesamt über 250 Weltpremieren, so die Hersteller. Neben alternativen Antriebssystemen wie Hybrid- und Elektroantrieben sind vor allem die Themen Verbrauchsoptimierung und Fahrsicherheit beherrschend. So werden vollautomatische, radarunterstützte Bremssysteme vorgestellt, die einen Auffahrunfall auch dann verhindern, wenn der Fahrer nicht aufpasst. Neue spritsparende Reifen sind ebenso ein Thema in Hannover wie die Kleintransporter verschiedener Hersteller, natürlich auch mit alternativen Antriebskonzepten. Konkurrenz erleben Mercedes, MAN und Co. auf der diesjährigen IAA aus Fernost. Über 100 Aussteller aus China sind in Hannover vertreten, 50% mehr als vor 2 Jahren. Noch bis zum 30. September ist die Nutzfahrzeug IAA geöffnet.